Der berühmte Komodowaran gilt jetzt nicht mehr nur als gefährdet, sondern als stark gefährdet. Grund ist laut der Weltnaturschutzunion IUCN der Klimawandel. Der Lebensraum der Riesenechse aus Indonesien, hier Archivbilder aus einem Zoo, sei durch den Meeresspiegelanstieg kleiner geworden. In freier Wildbahn leben nur noch einige tausend Komodowarane. Bei einer Tagung in Marseille gab die Weltnaturschutzunion einen Überblick über den aktuellen Stand der roten Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Wie dem Komodowaran ergeht es mittlerweile vielen Arten auf der Erde. Wegen des Klimawandels und des Eingriffs der Menschen in die Natur sind immer mehr Arten bedroht, und zwar gut jede vierte. Die IUCN unterteilt bedrohte Arten in drei Kategorien: gefährdet, stark gefährdet und vom Aussterben bedroht. Vertreter der Union befürchten ein bevorstehendes Massenaussterben. Es wäre das sechste in der Erdgeschichte. Einige Arten konnten sich zuletzt in ihrem Bestand allerdings erholen. Der IUCN-Kongress in Marseille tagt noch bis zum 11. September. Damit sollen die Weichen für wichtige UN-Gipfel zum Arten- und Klimaschutz sowie zur Ernährungssicherheit gestellt werden.